8. Februar 2022. Wir gehen auf eine kleine Tour. Warum wir die machen, sieht man da. Unser US California Fiat 500 geht von uns und wir holen sie heute ein neues Kfz. War ich schon mal angekündigt und jetzt ist es soweit. Und weil der Händler ein Vorführmodell in Oberösterreich ist, haben wir ein bisschen eine Tour von uns von über 200 Kilometern. Autos vorklimatisiert, geladen. Dann geht's mal los. So, und weil wir sie mit einem Herrn treffen, der was uns den Tesla Wall Connector, die Ladestation, mit Unterschrift von Elon Musk aufgedruckt, abkauft, treffen wir sie beim Supercharger in Aston. Das kann eh nicht schaden, weil wir müssen nach Kematen, das sind weit über 200 Kilometer. Sprich, wir haben jetzt 2 Stunden am Fahren, 188 Kilometer. Und kommen mit 4% an, ich bin gespannt. Sehr knapp, aber es wird sich ausgehen. Was ist los? Das geht schon. Okay. Keine Reichweitenangst. Geht's aus. Ja, wieder knappere Kiste. Ich habe mir eingebildet, dass ich nur 70%, knapp über 70% im Acker brauche für die Strecke. Jetzt werden wir ankommen mit 7%. Die Tendenz geht gleich nach unten. Was wir nämlich nicht gerechnet haben, ist Sturm. Ein Sturmböen und alles von vorne. Also die Windräder und die Luftsäcke am Rand, die zeigen an, dass wir absolute Gegenwind haben. Autopilot-Steuerung habe ich gar nicht aktiviert, aber selbst da merkt man, wie das Auto hin und her gerissen wird. Also das ist nicht der Freund des E-Autos, aber selbst der Verbrenner braucht wahrscheinlich um etliches mehr. Sicher ein paar Liter. Ja, also wird auf jeden Fall knapper, aber es geht sich aus. So 7% hätten wir noch Luft. Etliche Kilometer. Ja. Like a flower that is losing its petals. Pünktlich, mein Treffpunkt mit meinem Käufer der Wallbox ist 9.30 Uhr. Wir haben 2 Stunden gerechnet und wir kommen ziemlich pünktlich an, 9.27 Uhr. 7% im Akku. Die Prognose sind jetzt 6% am Supercharger. Das war ziemlich knapp bemessen. Was haben wir verbraucht? 245 Wattstunden bei Gegenwind, also teilweise Sturm- und Graupelschauer. Also mit denen haben wir halt auch nicht gerechnet und auch nicht der Tesla. Aber es geht so alles schön aus. Wir haben dort einen V3 Charger. Trinken wir einen kleinen Kaffee und dann geht es Richtung Autohaus. Model Y. Mhm. Mistelbacher. Und das andere auch schon schön. Destination Charger. Da schneiden sie mal wieder mal drauf. Das ist ein Wahnsinn, ja. Aber ich habe das letzte Mal angeschnitten. Das und das Fridolin gehen wir wieder. Ist er schon da? Wenn er das ist schon. Ich glaube auch, der Wort, gell? Vielleicht ist es. Was nehmen wir für einen? Das ist die Auswahl. Die Qual der Wahl. In gleichem wie letztes mit der Mama. Na, da kommt noch einer. So, aktuell laden wir mit 249 Kilowatt 1637 Kilometer pro Stunde. 35 Minuten haben wir noch Zeit. Und wir kamen wieder mal in Ladestress. Bei 56% hatten wir 124 Kilowattstunden, bei 70% 93 Kilowattstunden und nach 21 Minuten hatten wir bereits die 80% bei 66 Kilowattstunden. Ja, vor beide Zeiten von V2 Chargern. Ich kenne das noch gut, 114 Kilowatt Leistung. Jetzt haben wir auf einmal über 200 kW. Und auch wenn es manche komisch finden, ich vermisse die alte Zeit. Ich kann mir nicht mehr genüsslich eine Pause machen und einen Kaffee trinken. Ein kleiner brauner, ein kurzes Blauschall. Und das Auto ist auf über 80%. Von 5 auf 80%. In 21 Minuten und das bei 4 Grad ungefähr. Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich mit meinem März 2019er Modell wirklich eine gute Chemie in die Akkus.
Er wird fast nie super gecharged, nur wenn wir von Trieb sind. War sensationell. Ich glaube, ich halte mir da noch. Aber eigentlich geht es mir schnell. Komisch, ist aber so. So, wir laden noch. Das Frauchen holt noch Getränke für die Fahrt. Wir haben noch ca. eine halbe Stunde zum Fahren. Wir haben jetzt 86% im Akku. Haben um 39 angesteckt. Das heißt, wir laden jetzt 30 Minuten von 5 auf 87%. Und er landet bei 87% mit 46 kW. Okay, da wird es dann auch schon ein bisschen mau. Aber schlecht ist es trotzdem nicht. Also bis 80% eine absolute Rakete, mein Auto. Der Ladevorgang hat übrigens gekostet, sieht man immer da im App, 20,95 € bis jetzt. Die lassen aber noch ein bisschen hängen. Schöne Berge. Wenn die Sonne noch drauf scheinen wird, wäre es noch schöner. So, zwei schöner Blick drauf. Ja, man merkt, dass wir ein bisschen weit gefahren sind, dass wir unser Auto kriegen. Die Berge kommen immer näher. Aber schön. Ja, jetzt haben wir gleich was Schönes heute. Nicht nur Auto. So, wir sind da und wie man sieht, es wird wieder ein Fiat. Und das ist mal ein schöner, himmelblauer La Prima. Das ist ein geiles Auto. Wann verbrennt er dann sowas? There are too many levels and nobody to tell you what's next. Leider mein kleiner Marco. Just like taking a swan dive in a blue lake. How far we go if we have to fight the unknown. Und schon gespannt. Ja. Bin ja. Da kommt er. Ja, unser neues Familienmitglied. Geile Sache. Ist der Fee. Ja, wunderschön. Like a tower that is losing its balance. Everything is falling apart. Is it too much to handle? Is there a way to restart? She took her time to handle the ache. Just like taking a swan dive in a blue lake. How far we go if we have to fight the unknown. So, Abholung haben wir hinter uns. Frau ist absolut happy. Ja, mir gefällt das Auto extrem gut in der Form. Und wir haben jetzt 213 Kilometer von uns. Ich sage 2 Stunden 23. Gilt natürlich nur für mich, weil wir müssen in Fiat einmal kurz zwischenlohnen, gehe ich mal davon aus. Das werden wir in St. Pölten erledigen. Ja gut, dann fahren wir mal das erste Mal mit unserem Fiat. Like a flower that is losing its petals. I saw people losing their head. There are too many levels and nobody to tell you what.
what's next. She took her time to handle the ache, just like taking a swan dive in a blue lake. So geil. Also bist du da? Ich mag gerade nicht den coolen Farb, oder? Ja. Nur noch darfst du doch gerne ein Radio nehmen, dann bist du still. Hi. Hallo. Und? Wir sind gleich da. 30%, 63 Kilometer bei der Geschwindigkeit. 30% hast du noch im Akku? Ich hab noch 68. Wie fährst du? 48. Ich will nichts lernen. Aber bei dir, die hängen wir auf jeden Fall auch, dass wir dann zu Hause auch noch ein bisschen mal anfangen können. Wenn ich mal dringend auf die Uhr. Ja, ja. Gut. Dann tschüss. Ich will verfahren, aber einfahren. Ja. So, dann war die A-Stationen 75 und 150 kW. Wenn wir mal testen. Was verlangen die 48 Cent für AC, 66 Cent für die Kilowattstunde? Aber wir haben einen ÖMTC-Tarif, da zahlen wir glaube ich 39 sogar, ja. Passt. 39 Cent. Probieren wir mal. Keine Ahnung, ich war bei sowas noch nicht. Einfach. Jetzt schon immer, glaube ich. Ladekabel anstecken. Ja, wir sind halt Tesla-Fahrer, für uns ist das auch nicht. Fest rein. Es blinkt. Verriegelt hat er auch. Wie viel Prozent hast du gesagt? Zuerst sind es gerade 30. 30 Prozent, das zeigt uns eh da an. 29 hast du. Okay. Ja, ich bin da. So, was kriegen wir? Schön, 78, 82, ganz kurz nur. Ja, Panels über 70 kW ein, das reicht für den kleinen Akku sensationell. Das müssen andere mal machen, es hat 6 Grad, es ist aber eisiger Wind. Okay, jetzt gehen wir mal aufs WC. Ja. Ah, schön. Machst du zu, geht's gerade noch. Radio auch probiert? Ja. Geht auch gut? Ja. Hast du Freude? Ja. Gut. 26 Minuten bis 80% braucht er. 26 Minuten sagt er bis 80%. Also für mittelgroße Strecken oder wenn man überhaupt keinen Stress hat, kann man eigentlich alles damit bewältigen. Selbst mit den kleinen Otter. Bildschirm ist extrem scharf aufgelöst, gell? Schön, schön. Wirklich ein schönes Auto. Jetzt dann einmal detaillierter ein Video geben, aber ich glaube, da gibt es genug im Internet. Aber nicht von uns? Nicht von uns, das stimmt. Was mir gefällt, ist, der Spiegel ist auch in denselben Weiß wie der ganze Himmel. Auch die Schalter. Lenkrad auch in weißen Leder. Ihr seht es. Man hat zwar keine. Nicht viel Platz, ja, hinter der Petra schon. Aber Arsch und dann ist perfekt. Wirklich schön. Bleib ich happy. Gut. Gehen wir mal auf ein WC, vielleicht noch auf einen kleinen Kaffee, oder? Nein, ich trinke. Ich will trinken heute da. Mhm. War wurscht. Okay. Und wie beim Tesla, auf die Tür geht mit einem Knopf auf, aber das ist sogar schöner. Erkennt man besser. Schauen wir nochmal, was wir kriegen.
36% schon wieder. Also es geht flott. 73,4 kW wieder. Ja, da muss man leider Zündung auch dran, das ist auch wieder, wenn man Tesla-Fahrer ist. Ungewohnt. Sonst hat Achilles Go auch nicht wieder Tesla, man muss da eine Taste drücken. Genau, dann jetzt ist zu. Jetzt ist wieder vorbei bei den Stinker. Schauen wir mal, was die Ladestation sagt. Sehen wir es? Wow, 77% hat da drin. 77%? Einmal Lulu geh und Kaffee trinken. Du Lulu, das kann ich schneiden. 77%, Wahnsinn. Haben noch 45,2 Kilowattstunden Ladeleistung bei 78% jetzt. Das heißt, Ladedauer 19 Minuten. Wir sind gleich bei den 80%, das passt eh wieder. Gut, schauen wir mal, was Navi sagt. Vielleicht können wir eh schon weiter. Navi-Ziel ist eingegeben. Wir haben noch 95 Kilometer vor uns und haben jetzt eine angezeigte Restreichweite von 199. Das heißt, wir können anstöppeln. Wir haben schon 82% drin. Und vorhin bringen wir heim unseren neuen Schießer. Einen Namen brauchen wir dann noch. Haben wir noch immer keinen. Ja, mal was Schönes finden. Noch mal kurz zum Drüberschauen. 84% in 220,23 Minuten. Geladen haben wir 20,23 Kilowattstunden. Los geht's! Das ist ein ordentlicher, ordentlicher Stecker. Die Gummistoppen, die verstehe ich auch nicht, gell? Die hat auch kein Tesla. Ja. Gut, dann schauen wir uns. Bis dann. Ich folge dir. Ja. Scheins hat er. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber die Farbe ist einfach genial. Das ist eine Dreischichtfarbe. Je nachdem, wie die Sonne scheint. Jetzt ist zum Beispiel die Schnauze immer mit so einem Pink-Schimmer im Blau. So kommt wirklich gut. So, zu Hause angekommen. Insgesamt sind wir fürs Auto abholen 448 Kilometer gefahren. Sehen wir da unten. Haben 87 Kilowattstunden verbraucht bei einem Durchschnitt von 194 Wattstunden. Natürlich, wie gesagt, schuld der Wind beim Hinfahren. Seit dem letzten Laden, das war in der frühen Asten, sind wir 255 Kilometer gefahren. Da haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 16,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und seit St. Pölten sind wir 93 Kilometer gefahren, 1 Stunde 7. Das ist ungefähr das, was man von dort ungefähr mit einem Verbrenner fährt. Also das ist absolut okay. Und wir hätten noch 24% jetzt im Akku. Es würde entsprechen noch ca. 124 Kilometer. Also gut, dann zahlen wir das Auto jetzt einmal ein Töchterchen und dann der Schwiegermutter und dann schauen wir sich das Auto noch ein bisschen genauer an, aber das folgt dann in einem anderen Video. So, jetzt sind wir wieder unterwegs im neuen Fiat 500er Prima. Katze ist jetzt bei mir, ausnahmsweise bei mir im Schoß. Natürlich habe ich die Leine. Wie sind wir zufrieden, Frau Reiter? Super. Gleich mal beim Abholen schon die erste Langstrecke. Oder tadellos geschafft, mit einmal kurz zwischenlohnen. Jetzt haben wir noch drin 27%, 58 Kilometer. Naja, viel man immer, aber. Wir sind ja weit gekommen. Den fahren wir heute noch leer und morgen haben wir Sonnenstrom rein. Selbstproduziert natürlich. Cooles Gefährt, auf jeden Fall. Man sitzt höher, wie man wollte, gell? Ja. Ja, auf jeden Fall. Schöne große Spiegel. Dir gefällt auch, Haro? Ja, der tut sich schon putzen. Gefällt es dir? Hallo? Hallo? Nein, du kommst raus. Warum? Weil du hast gesagt.
Nein, es täuscht. Ja. Komm, Haru. Und? Das ist meiner. Wann hast du deinen jetzt gekriegt? Heute haben wir geholt, in voriger Woche hast du schon gewusst, aber so noch schon überlegt, wie das sagen sie. Nein, das ist doch nicht was. Ich hau mich ja. Der gleiche wie deiner, nur halt in blau. Das ist halt in den Celestial. In den schönen. Genau. Ihnen kennst du mich, oder? Ja. Mein Gott. Nein, ist ja genauso wie meiner. Ihnen ist ja gleich, ist die gleiche Ausstattung wie deiner. Ja. Kein Matten. In Oberösterreich waren wir heute. Ich hau mich ja. Wenn der Früh aufgefahren, um 7:30 sind wir weg. Haben wir geholt. Mein Gott, nicht durch das Loch. What's next? She took her time to handle the ache. Just like taking a swan dive in a blue lake. How far we go. Nach einigen gelungenen Überraschungen geht es spät abends nach Hause. Auch hier überzeugte das Auto vollkommen. Sowohl von Ambiente als auch vom Licht. Ein wirklich kleiner, toller Wagen. Videos dazu werden sicher noch folgen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.